Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Personenschutz. Heute sprechen wir über eine nächste Maßnahme, wie man Personen vor den Gefahren der Elektrizität schützen kann. Das letzte Mal haben wir gehabt die Schutzisolierung. Irgendwo so gut einpacken, dass es halt nicht rauskommt. Heute sprechen wir über die Schutzkleinspannung, heißt das. Schutzkleinspannung. Das heißt, ich baue meine Geräte so, dass einfach gar keine gefährlichen Spannungen da drinnen vorkommen können. Ja? Schutzkleinspannung. Ebenfalls eine Methode, des Personenschutzes. Schutzkleinspannung. Ich verwende also nur Spannungen, die kleiner sind wie 48 Volt, ja, 50 Volt. Gell. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, Kinderspielzeug, da gilt 24 Volt. Also wenn wir Kinderspielzeuge und so weiter haben, dann darf man nicht über 24 Volt gehen. Alles, was kleiner ist wie 48 Volt normalerweise, 48 ist eine übliche Größe, 50 Volt, die Berührspannung, Güterschutzkleinspannung. Dann brauche ich plötzlich keine Sachen mehr, dass ich irgendwas abdecke oder sonst irgendwas, weil das ist so wenig Spannung, die kann mir ja nichts tun. Ja? Wie erzeugen wir eine Schutzkleinspannung? Nun, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist Battery Powered. Ja? Da, Batterie. 1,5 Volt Batterie. Natürlich eine Schutzkleinspannung, weil die tut mir nichts, da kann ich draufgreifen. Passt. Ja. Autobatterie kann ich auch draufgreifen, spüre auch nichts. Ja. Schutzkleinspannung. Andere Möglichkeit ist Sicherheitstrafo. Ja. Also, wir haben üblicherweise in der öffentlichen Spannungsversorgung irgendwo eine Phase L. Ja. Wir haben sogar drei Phasen. Und wir haben ein N darinnen, ja, und da gibt es so Elemente, die heißen Transformatoren. Die Transformatoren können eine Spannung, ein Spannungsniveau, was auf der Seite herrscht, ja, auf ein anderes Spannungsniveau umtransformieren. Ja. Und da gibt es halt, da bauen wir da eine Sicherung einer, ja, bauen wir da eine Sicherung einer. Halt, die habe ich auf der falschen Seite gemacht eigentlich. Wurscht. Hauptsache, ja, da geht es eigentlich rein. Ja. Immer die Phase absichern. Ja. Immer die Phase absichern natürlich, weil wenn man die aufmacht, dann ist das zumindest mit dem Neutralleiter verbunden. Ja. So, und da haben wir eine Schutzkleinspannung. Also der übersetzt die Spannung, ist wie ein Getriebe. Spannung wird übersetzt von groß auf klein, auf kleiner 48 Volt. Ja. Üblicherweise. Ja, kleiner 50 Volt. Schutzkleinspannung mit so einem Trafo. Sicherheitstrafo heißt es. Da gibt es verschiedene Klassen von den Schutzkleinspannungen. Das wollen wir jetzt gar nicht so genau betrachten. Es gibt nämlich Sicherheitskleinspannungen, ja, Sicherheitskleinspannungen, die sind unter normalen Bedingungen, auch im einfachen Fehlerfall, kann es nie vorkommen, ja, dass da eine größere Berührspannung wie die 50 Volt sind. Ja. Das ist bei nicht geerdeten Systemen der Fall. Ja. Dann gibt es die Schutzkleinspannung. Die Schutzkleinspannung, das ist in geerdeten Kleinspannungssystemen kann das vorkommen. Das ist, wenn andere Systeme einen Fehler haben, kann es unter Umständen passieren, dass größere Spannungen vorkommen wie die 50 Volt. Ja. Gilt aber noch immer als elektrisch sicher. Ja. Und da gibt es dann nur eine Kleinspannung, die ist eigentlich nur eine funktionale Kleinspannung. Ja. Das ist halt, weil dieses Gerät halt nur mit dem Spannungsniveau, das hat nichts mit Schutz zu tun. Ja. Kleinspannung hat dort nur rein funktionellen Charakter.
Ja? Wenn ich so eine funktionelle Kleinspannung habe, dann muss ich zusätzliche Schutzeinrichtungen haben. Ja? Müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ja? Also es gibt eben diese Sicherheitskleinspannung, die Schutzkleinspannung, die ist dann okay, aber die funktionale Kleinspannung, wo es eigentlich nur darum geht, ja, dass das Ding halt mit 12 Volt betrieben wird oder so irgendwas, dann, wenn ein anderes System einen Fehler hat und der Minuspol von den 12 Volt auch schon auf 750 ist, ja, dann habe ich unter Umständen ein Problem. Ja. Konzept der Schutzkleinspannung. Also, ja. Einfach kleine Spannungen verwenden. Schützt uns vor großen Berührungsspannungen. Logisch, oder? Das nächste Mal schauen wir uns ja an die Schutztrennung. Okay, funktioniert es ähnlich, Schutztrennung. Mal sehen, ist doch ein bisschen anders. Ja, weil da können wir auch mit größeren Spannungen auf der einen Seite wirken und passiert uns trotzdem nicht. Warum? Nix. Also warum? Werden wir sehen im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.